Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir sind immer noch in der Waschhalle und immer noch vor dem Mocker. Denn mir ist spontan eingefallen, dass ich eigentlich jetzt auch mal ein Video hierzu machen könnte. Das hatte ich ja schon länger mal angekündigt. Ganz kurz, ich will da kein langes Video machen. Premium Active Snow Foam von der Firma Fireball. Ich hatte nämlich zu den Jungs gesagt, wo ich die Devil's Blood Bestellung aufgegeben habe. Ja, packen mal bitte ein Snow Foam mit ein. Ich möchte gerne mal was Neues testen, weil ich einfach auch Bock auf was anderes habe. Die ganze Zeit habe ich immer das hier verwendet. Nur irgendwie die Performance, also ist gut. Nur ich wollte auch einen Snow Foam, der relativ lange auf dem Lack stehen bleibt. Und dachte, naja gut, komm, das ist, kostentechnisch ist das jetzt kein Riesenaufwand hier. Hab gesagt, ich möchte gerne das Bestriechendste. Da habe ich das Lilane gekriegt. Das ist irgendwie, glaube ich, so Waldduft. Ja, ich weiß nicht, wie Wald riecht. Es riecht auf jeden Fall sehr gut. Und der Geruch hier ist auf jeden Fall sehr angenehm. Ja. Ich wollte euch so ein bisschen die Reinigungsleistung mal zeigen. Ich habe das jetzt auch noch nicht so oft angewandt. Und dadurch, dass der Mocker gerade in dem Bereich hier extrem zugesät war mit Insekten, habe ich gedacht, moi, komm, probieren wir doch mal aus. Wir haben das Auto eingesnowfoamed, also einmal mit, damit eingeschäumt, habe 50 Milliliter in die Schaumkanone rein. Also das Verhältnis ist 1 zu 10 bis 1 zu 15, je nach Dosierung. Das Ganze dann eingeschäumt und was man hier sieht, ist also ein extrem schöner, extrem fester Schaum, der wirklich sehr langsam abläuft. Ich würde euch jetzt mal eine Timelapse einblenden. Die originale Länge ist 6 Minuten und dann gehen wir mal so ein bisschen das Fahrzeug durch und gucken mal, wie er jetzt aussieht. Ja, sieht nicht schlecht aus, würde ich sagen. So vorher, nachher ist das, sieht doch schon mal sehr gut aus. Wofür verwende ich das Snow Foam? Das ist ganz einfach. Man darf natürlich reinigungsleistungstechnisch nicht so viel verlangen oder erwarten wie mit einem Autoshampoo, also mit einer maschinellen Wäsche, wo ich wirklich auch mit einem Schwamm einen perfekten Shampoo quasi über den Lack gleite und den Schmutz quasi abtrage. Hier geht es quasi wirklich um das Anlösen vom Schmutz und nicht um die Reinigungsleistung an sich. Ja? Hier ist es also so, dass die Reinigungsleistung schon mal sehr gut ist, also die gröbsten Insekten und so weiter, das ging schon alles ab. Auch der lose Schmutz, der angeheftet ist, das ging alles sauber runter. Ich finde es gut, also der Schaum war relativ lange drauf und er gibt mir persönlich die Zeit, mit dem Pinsel filigrane Ecken damit auszupinseln, dass ich quasi da schon mal den Schmutz anlöse, der so ein bisschen verwinkelt da liegt. Das Produkt an sich ist wirklich gut, gefällt mir sehr gut und vor allem preislich auch sehr attraktiv. Ich weiß nicht genau, was es mir gekostet hat, aber ihr könnt ja mal vorbeigucken, shoppen bei den Jungs vorbei, die sind echt cool drauf. Und guckt es euch einfach mal an. Ich persönlich finde es allerdings sehr gut, will euch aber jetzt irgendwie nicht zum Kaufen animieren oder so. Nur wegen, gesagt, meiner Erfahrung jetzt und der erste Eindruck, ich fand es cool. Ein kleines Mini-Video, weil wir fahren mit dem Mocker jetzt in den Lichttunnel. Im nächsten Video dann und ich schalte ihn mal ein und sage dann mal ein paar Worte dazu. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.